Ich mach erstmal das hier kurz. Genau, ich hab die Kamele nochmal rausgenommen. Abhauen ist eine gute Idee. Springfeuer brauchen wir. Dann, da gerade mal raus. Da. So, ganz offensichtlich stelle ich mich hier mal davor. Und dann gehen wir hier noch hoch. So, hier. Fuck, schnell verstecken. Wo sieht sie mich? Oh, da ist noch einer! Da. I'm on a break now, Yvette. You better not fall asleep on your watch again. Okay, ich bin hier eigentlich sichtbar. Aber sie ignorieren das momentan noch. Also hier oben sind zwei Magister. Was? Deswegen hat er mich sofort angegriffen. Warum? Ich habe das jetzt mal reingeguckt und da ist der Ring von dem Magister drin. Okay, ja. Die redet gerade mit dir. Und wie bist du jetzt da rangekommen? Ach, als sie nicht hingeguckt hat. Ja, yeah, genau. Okay. So, ich darf hier gar nicht oben sein. Sie sollte mich eigentlich am besten gar nicht sehen. Ah, die schläft einfach nur. Okay. Oder die reden wir dann. Okay. Wo war die Truhe? Irgendeine, ne? Wie hieß es, wo ich dich auch machen kann? Da ist eine große Truhe. Die wird sein. Jetzt. Das sieht sehr ruhig aus. Das heißt, ich muss hier irgendwie hinterkommen, ohne dass sie mich sehen. Ich könnte mich wahrscheinlich hier verstecken. Hast du eine Schlüssel? Warte, ich gebe dir noch was. Ja, gib mir kurz den Schlüssel, das wäre noch sinnvoll, falls du den hast. Ich mache nochmal eine 5 rein, ich stehe ja gerade. Du hast mit dem geredet, also eigentlich sollst du den haben. Ja. Ja, ja, okay. So, dann schnell speichern. Bom. Und Run Boy Run, I guess. Hoffen, dass du dich hier unter verstecken kannst. Hi, nur nicht berühren! Und dann stehe ich erstmal hier. Okay. Die Kiste ist ebenfalls versteckt vor denen. Die sind jetzt doof nebeneinander. Die eine guckt in die Richtung. Das sieht halt sehr aus, wenn sie es sehen würde. Wenn sie geht weg. that's fucking convenient, I guess. Müssen wir mal Kamele machen, abwarten. Just to be sure. Wenn ich einfach Nebel machen könnte, wäre natürlich super. Okay, so, und wenn ich jetzt, ich hole mal 5 rein. Mhm. Und gespeichert. Ist gespeichert. Fuck! Kopfschüttel, man wechselt sich mit jemandem. Ich bin das nicht. Warum sollst du mir jetzt trauen? Rausreden. Versuchen Sie, das rauszureden. Gedächtnis, 11. Auf die Person zeigen, das würde sich nicht laden, wenn du kein 11 wärst. Funktioniert nicht. Frag, ob du es keinen echten Verbrecher gibt, den man statt Unschuldiger wie du verfolgen könntest. Was habe ich mal letztes Mal gemacht? Ich glaube, ich habe 11 gemacht, das hat funktioniert tatsächlich. Aber weiß nicht bei wem. Kannst du einfach die 413 bezahlen. Habe ich das Geld gerade mit dabei? Hab dir auch einmal Geld gegeben. Gib mir mal kurz ein bisschen Geld. Es ist effektiv ein Handel, wenn man es so sieht. Ich kann an dich nicht. Rechtsklick? Du bist im Gespräch, oder? Yes. Mit der Dame, die ich gerade überführt habe, Leute zu töten. Aber wird jetzt auch länger dauern. Ich weiß nicht, ob ich genug. Wobei, ich habe Gedächtnis letztens gelevelt. Okay. 2 von 4, scheiße. Warte, ich lad mal neu. Das, wo ich da in der Ecke stand. Ich meine, ist sinnvoller. Ja. Alles klar. Okay, also es funktioniert grundsätzlich. Man kann Truhen öffnen, während man unsichtbar ist. Sie bekommt es auch nicht mit, bis zu dem Moment, wo man unsichtbar wird. Wobei sie schon ein bisschen verdutzt geguckt hat. Ha, warum geht die Truhe von alleine auf? Warum verschwinden Dinge daraus? Hey, du, bist du eigentlich der... Nein, bloß nicht. Du kommst auf die Idee. Ich habe für den nächsten Stream einen coolen Track für Kämpfe. Nice, da freue ich mich drauf. Ich nehme stark, dass wir im nächsten Stream ein paar Kämpfe wieder haben werden. Noch eine halbe Stunde, alles klar. Wir haben zum Beispiel den Troll noch, den wir umboxen müssen. Gut, der boxt uns um. Wir haben den Arena-Kampf. Allein der wird schon Kampf genug sein, da können wir uns den gönnen. Sehr gut. Andreas wird hoffentlich auch im Gespräch. Ja klar, man spricht im Gespräch, deswegen passt das auch bei ihm. Gut, ich bin Chameleon Skin. La alles nehmen. La ich hab nichts gemacht, ich gehe wieder. Ciao, Bitches. Later, Bitches. Gut, haben wir das bekommen. So jetzt eigentlich laufen müssen. Ich muss unbedingt lernen, dass das alles nehmen auch eine Option ist. Und man damit viel schneller nach vorne kommt.
So, ich sehe übrigens hier noch mal ein Untergrundding, wo ich glaube ich auch nicht rein darf. Let's just go there, I guess. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich erstmal fünf, ob ich Sachen wegnehmen kann, wenn ich unsichtbar bin. Das müssen wir auch nochmal ausprobieren. In the meantime, was haben wir denn so Schönes bekommen? Ist ja effektiv Teil unserer Belohnung dafür, dass wir Loha geholfen haben. Darf man das auch mal ein bisschen genauer angucken. Also, wir haben... Warte, das ist Oder Stoß. Da sind unsere neuen Dinger. Also, wir haben eine Schriftrolle des Eisfächers bekommen. Ein Rubin. Okay. Handschuhe nicht identifiziert. Das ändern wir mal ganz kurz. Das reicht sogar noch. Tegnet plus 1, Siebereit plus 1, Luftfeuerresistenz, naja. Erfordert Stärke, sind die besser oder schlechter als meine? Ne, ich habe jetzt gute Handschuhe. Gut, was haben wir hier? Ein Brustpanzer, der wird schlechter als meiner sein, aber vielleicht für dich. Hydrosoph Geomant. 1153. Scheiß Kombination. Und Brustpanzer habe ich sehr, sehr gute. Nicht hast, okay, gut. Mittlere Donnerrune, okay, bisschen Gold. Und das war schon von dem anderen Typen. Okay. Ja, ich muss auch übrigens die Dinger hier lesen. So, dann hauen wir nochmal, du bist jetzt erfolgreich da weg, da hauen wir nochmal einen Speichern rein, damit ich hier mit der netten Dame mich unterhalten kann. Jo. So, erstmal, was soll ich machen? Die Typin hat das einfach jetzt so, du hast jetzt einen Magister getötet. Und sie? Ja, Magister sind eine Plage, sie verdienen Schlimmeres als den Tod, den ich ihnen bereite. Ich wollte die Erde nicht mit ihren Kadavern beschmutzen, am besten verschwinden sie einfach in einem nichtsahnenden Magen. Knew it! Damn it! So, ich kann ihr entweder zu ihrem Plan gratulieren. Jeder, der einen Magister aus der Wald befördert, verdient Applaus. Ja. Ich kann ihr sagen, dass ihr Geheimnis bei mir sicher ist oder ihr, dass sie eine Grenze überschritten hat. Du wirst jemandem sagen müssen, was hier vor sich geht. Na, ich meine, Grenze überschreiten, oder? Oh, so kommt in den Kerker. Aha. I would say so, yes. Warte, ich komm erstmal zu dir. Fane? Wir haben da was zum Zusammenschlagen. Komm mal mitgelaufen. Ich komme erstmal mit drüber gelaufen. Mache die Tür auf und dann wieder zu. Komplett unauffällig. Und bin direkt bei dir. Ich mache die Tür noch zu. Das scheint mir ein Problem für die Standardlösung zu sein. Ah, Feuerball. Ja, kennt man. Gut, I'm ready. So, warte, okay. Ich höre zu. Dann sage ich ihr, dass ich eine Grenze überschritten habe. Okay. Hm? You should have just forgotten about all of this. Hm. Okay. Wer hätte das erwartet? Ja. Standardlösung, Feuerball ins Gesicht. Das tut mir jetzt auch beinahe leid für sie, ne? Aber ich meine, wir haben auch schon viele tot umgebracht und so, aber das ist halt ein bisschen viel mit Leute essen lassen. Das muss ja jetzt nicht sein. Wenn natürlich noch ein bisschen unsere diplomatischen Fähigkeiten spielt, dann können wir sagen müssen, ja, wir hätten es auch so gemacht und so, aber... Nein. Das wäre ja fast schlau. Ne, sie greift schon an. 112 Damage. Na, hat mir Rüstung mal weggemacht. Naja, ich hab doch was Neues, ne? Also. Was machen wir jetzt mit ihr? Ich kann einfach Feuer unter sie legen. Ja, komm, box einfach um. Ach, Mann. Das müssen wir jetzt nicht irgendwie fancy machen. Aber... Ich will's, okay, gut. Dann, lass mal einen Reißzahn in ihrem Gesicht. Und, ja, dann schieße ich einfach. Das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Himmelsschuss. Schieße ich damit. Umgeboxt. Na, ich springe einfach über sie. So, mal sehen, was sie so hat. Sie hat Granaten. Sie hat eine Meteorgranate. Darf ich die Meteorgranate? Ah, warte, nee, ich kann aus Granaten keine Pfeile herstellen. Egal, ich nehme die mal. Oh, sie hat einen Fuß! Nice, erstmal essen. Ich hab gerade gesagt, dass Essen vom Körperteil doof ist. Egal. Oh. To a raised valley below, tendrils of death fog dissipate, revealing a victorious Divine Order army advancing. Humans, Magisters, Murderers. Das heißt, sie hat auch einen Blick auf eine siegreiche Armee des göttlichen Ordens frei. Haben die Todesnebel benutzt oder wurde gegen sie Todesnebel benutzt? Der von dem Magister wurde Todesnebel benutzt. Okay, gut. Ja, dann hat sie das Bein davon, dann ergibt das Sinn. Okay, mein Essen bekleckert das Rezept. How to make ein
Fleischpastete. Fleischpastete, genau. Meister Wiege, 250 gute Marmorierung. Magister Harrik, 162 Pfund zum Mager. Magister Brand, 188 Pfund Leber ungefähr. Sandy C. marimieren. Ah, was die Magister. Ah, wie sie Magister zubereitet hat. Yes. Nächster Magister Carol, Magister Feeder und Magister Schnitzer. Okay. Nice. Nehmen wir mal mit. Magister Siegel. Nice. Den können wir irgendwo benutzen, um uns als Magister auszugeben oder irgendwo reinzukommen. Den behalten wir auf jeden Fall. Scholle. Ja, ein paar Granaten. Den geben wir mal an Fane. Der kann damit ziemlich am meisten anfangen. Gerade mit der Granate wird witzig. Gut. Guck mal, alles hier drin ist nicht mehr geklaut. Das können wir mal mitnehmen. Hab ich schon gelohnt. Aber da ist noch eine Zeige für Fischpastete. Ich rede mal mit dem Magister Herrick hier. Okay, das war der nächste, der mit drauf stand, oder? Mhm. Achso, hier, ja, okay. The ring. It was right here. Lass mich mit dir reden, ich hab den Ring. Mhm. Dann können wir sie wahrscheinlich wieder erlösen. So, hi Magister. The spirit remains locked in a shocked trance. Sagen, dass du weißt, dass ist einer von Blumenmutzring hervor, in der Küche versteckt war und die Erscheinung fragen, ob er ihr gehört. Die noch einmal dastehen müssen in der Taverne. Hi! And brightens. My ring. Was sollst du damit tun? Fragen, wie sie gestorben ist. Was sollst du damit machen? Your words take a long moment to sink in, like they're being translated for the netherworld. Return it home to my brethren. Einwilligen, ich weigere und sagen, dass es nicht deine Gewohnheit ist, Magistern zu helfen, wenn ich oder tot. Ja, komm von mir aus. The spirit smiles at you. If it weren't for the circumstances, it'd be almost heartwarming. Ey. Okay, eins drücken? Nein. L drücken? Wenn ich mir so den Namen gemerkt hätte, wo sind die scheiß Brüder? Egal, wir werden sehen durch irgendwelche Markierungen dann letztendlich. Gut, das war ja nicht komplett Mörder-Hobo, wir haben nur eine umgebracht. Oh, die hat es ein bisschen verdient. Oh, die hat es schon so ein bisschen verdient. Ja, okay, gut. Wir sind die Gerechtigkeit. Müsst ihr wissen. Dann sind wir auch keine Mörder-Hobos mehr. Apropos, hi Baron Bruid. Wie geht's dir? Ja, das weiß ich, danke. Er meint, wir sind einmalig. Hey. Ha, schön. Na gut, dann auf zum Haus des Meisters. Genau. Sind wir direkt daneben. Wie kann eine Quellenmagierin direkt neben der Magister-Ding überleben? Wie gesagt, versteckt dich am besten dort, wo es niemand erwartet. Ja, okay, stimmt. Ah, das hat sie ziemlich gut gemacht. Bette dein Haupt auf dem, bette dein Haupt im Fluss und trink aus dem Stein. Mhm. I know, ich hab Detective Conan gesehen. Gut, runter geht's, ne? Yes. Wir müssen dasselbe Ritual nochmal performen. I guess, yes. Erstmal super auffüllen. Wir können ja noch ein bisschen mit Meister Shiva sprechen. Ich fange schon mal an, das Ding vorzubereiten. Das heißt, wir haben nochmal die Schwarzfede gefunden, das weiß ich noch. Wenn ich das noch wüsste, wo ich die hingehe, das ist eine Zutat. Das sollte beim Kombinierrätsel vielleicht zu finden sein, das ist definitiv eine. Da haben wir vielleicht sogar ein Rezept dafür. Und wir haben es schon mal gemacht, dann müsste es Rezepte geben. Oder hier kann man sogar suchen. Mensch, hier haben sie Suchen eingebaut. Nice. Aber ich weiß nicht, wie es heißt. Yes. Ritual. Es gibt kein Ritual. Boah. Hier wäre es doch so viel besser gewesen. Schwarzwurzel. Auch schon eine ganze Weile her, als ich irgendwo in der Stadt gefunden habe. Also nach selbst sortieren bringt auch nichts mehr. Du sagst schon, wenn sie was Wichtiges sagt? Ich guck nur kurz, was es war. Ah. Schwarzwurzel, dann Obsidianlanzette. Ja, genau. Dann einmal hier verwenden. Zack, wir haben Blut. Dann das da mit rein. Das dann ganz erhitzen, ne? Ich erhitze es einfach mal, ne? Da fehlt noch was. Was? Ich habe das Blut da drin, jetzt noch mit erhitzen. Oder? Okay. Erstmal kurz zum Buch gehen. Bevor wir jetzt uns selber umbringen aus Versehen, weil wir Todesnebel herstellen. Schwarzwurzel reinpappen in die Schale. Hab ich. Dann Blut von dir abnehmen. Hab ich. Blut reinträufeln. Genau. Und hab ich. Dann in die. Genau, dann erhitzen. Okay. Übrigens. Gucken, dass du genügend Quellenenergie hast. Also wahrscheinlich dich vorher noch mal voll chargen. Jo. Ich bin übrigens der starken Überzeugung,
Oder, dass wir Katharo niederbrennen sollten, das sowieso. Aber das sogar zweimal, to be fair. Nee, und zwar, schau dir mal, ich bin mir nicht ganz sicher, aber schau dir mal die Farbe dieses Nebels an. Erinnert sich an das, an irgendwas. So wie den Todesnebel. Wir haben gehört, das Ding bringt Leute um, wenn sie nicht gotterweckt sind. Wir sollten vielleicht einfach mal in den Todesnebel reinlaufen und schauen, was passiert. Könnten wir probieren. Okay, wir sollten vorher F5 drücken, aber können wir probieren. Gut. Hi. Ich hab das schon mal gemacht. Ignorieren! Richtig harter Zug ist wichtig. Okay, Seven, wie immer. So, schön, wie ich da schon mal reingefallen bin, als du gedrückt hast. So, Göttchen, ich bin wieder da. Ich hoffe, du hast mir Essen vorbereitet. Oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, was Götter zum Willkommensgruß machen. Hi. Okay. My. How you positively brim with sauce. No wonder, after all the adventures you have had. All the things you have had to do. Er gibt sich ungezwungen, aber es geht ihm eindeutig nicht gut. Ihn fragen, was mit ihm nicht stimmt. Seine schmerzverzerrte Miene ignorieren dich poetisch über deine Eroberung ergeben. Nee, wie geht's dir? Oh, it's not but a chill. Bit drafty in your soul, that's all. You should. Ist es zügig in meiner Seele? Wir sollten die Fenster zumachen? Schlafe ich mit offenem Mund? Okay, vielleicht haben wir zu viele Leute umgebracht. Nach vorne stürzen und versuchen ihn aufzuheben. Ihn segnen, sofort den Zauber sprechen. Nichts tun, er hat immerhin einen Hang zum Drama. segnen macht Sinn. Source washes over him. A wave over a single flame. But unlike last time, it seems to have precious little effect. Okay. An ancient curse escapes from his lips, spoken so forcefully that for a brief moment all light recedes into the webs of darkness. Uff. Fragen, ob es ihm nun besser geht. Du dachtest kurz, du wirst ihn verlieren. Dich wachsam umsehen und anmerken, dass du dachtest, er sei hier in Sicherheit. Ja. So did I. But the void creeps and crawls into everything. I told you. Ja, wir haben gerade das Void-Zeug gefressen. But so are you. Ja, du hast mir gesagt, ich soll die scheiß Leere fressen. Goddammit. Das ist da deine Schuld, dass du hier drin ist. Okay, die Pufferfische habe ich selbst gegessen. Aber trotzdem, das haut den Kampf in dir. Of source inside you. You are ready to learn the spell I have yearned to teach you. The spell you will need when we reach the well of ascension. I have given you eyes that see the source. Now I will give you the teeth to take it. Okay. Sendelius smiles, and you notice for the first time two vampire-like fangs glistening beneath his upper lip. A gulf of magic envelops you, and you feel a sudden, insatiable hunger for source. Go on, I am here. Toll, danke. Give in to your hunger. What? Du zählst vor Spannung, ihm sagen, dass du dich ausgehungert und mächtig zugleich fühlst. Trotz des überwältigenden Verlangens einwenden, dass es zu gefährlich ist. Er ist schwach und doch lädt er dich ein, über ihn herzufallen. Mit klappernden Zähnen murmeln, dass sich das nicht richtig anfühlt. Diesen Hunger ist unnatürlich. Ja. Weiß nicht, ob der Gott mich umbringen wird, wenn ich sage, du bist Kacke, aber du bist Kacke. It is supernatural. Do not heed me or any other. Only your own lust for power. Just like a god should. Das ist nicht richtig. Go on. Devour me. Oh nein. Quellenvampirismus bekommen. Yes. Kann ich das doch einfach nicht tun? Unser Ausgang ist versperrt. Wir kommen nicht mehr raus, wir müssen ihn aufessen. Ich meine, wir wollten ihn sowieso umbringen, aber... Aber was? Okay, dann essen wir ihn halt. Das ist natürlich doof, wo ist die Fähigkeit hingerutscht? Ja, ich möchte die auch hier drin haben, ich die aktivieren. Ja, happy, würde ich sagen. Was genau macht das denn? Verzehre eine Leiche, um einen Quellenpunkt zu erhalten. Oder stiehe einen Quellenpunkt von einem lebendigen Charakter. Das ist auch das, was wir mit dem Stab machen könnten und mit dem Kopf, ne? Das ist auch das, was wir mit dem Stab machen konnten und mit meinem Tyrannenkopf. Ja. Yeah. Okay. Ja, happy, I guess. Dammit. Though your spell tore through him like a spear through flesh, Tyr Sandelius looks grimly happy, if haggard.
You speak the spell with brash ferocity, like I knew you would, my champion. Während es angenehm erfrischend war, du aber immer noch nicht die wahre Natur des Zaubers kennst. Anmerken, dass er aussieht, als sei etwas zu viel der Wildheit gewesen. Ihm sagen, dass den Hunger, den er dir gab, nicht ganz gelindert wurde. Es ist im Gegenteil nur stärker geworden. Das macht's auch nicht besser. Ja. Do you still not see? There is no such thing as too much of your wild abandon. Let me tell you the one truth about what it means to be a god. It is to be the lion in a world of lambs. Ein Löwe zu sein in einer Welt voller Lämmer. Klingt auch nicht allzu geil. Ich wollte jetzt kein Lannister werden. Zu viel Inzucht. It is taken with your all-seeing eyes and your all-consuming teeth. Ja, das klingt ja so nett und sinnvoll. The souls of the dead, and now you can feed from them to your hungry heart's content. Wollen wir einfach sagen, wir machen das nicht? So, never? Okay. So feed, for you will starve until you finally feast upon the well of ascension. Erwidern, dass du dich zumindest dem Larven mehr als gewachsen fühlst. Ihm sagen, dass dieser Zauber alles andere als behagt. Er ist eine Kraft der Zerstörung, nicht des Erschaffens. Schweigen, du wirst tun, was du für angebracht hältst, nicht was dir dieser vampirische Wicht befiehlt. Coy, if you must, but sheer hunger will soon trump your all too delicate feelings. Your soul must grow bigger still, your inner self become a vaster expanse, so that it may house divinity. There are more masters of the source, more aspects of the source to learn. The hunt continues. Just you hurry. Okay, Das gefällt mir alles nicht, Andreas. Gar nicht. Also überhaupt nicht. Ich rede mit dir wieder. Sagen, dass du gelernt hast, Quellenergie aus Kreaturen zu saugen, sie auflaufen lassen, du möchtest nicht darüber reden. Sagen wir es ihr, sagen wir es nicht. Dass wir sagen, dass wir... Ja, okay. Vampirism. As if killing a creature weren't enough, you should utterly destroy its soul too. A dark skill, but certainly useful. But still dark. The Meister slumps back in her chair, closing her eyes, her breathing shallow and ragged. Ich weiß auch schon, wen wir gleich wegbumsen sollen. But as you lack the glowing eyes of the divine, or the purpose of one soon to be divine, I trust you need more source. Das ist ein Source-Gefäß, das gehen wir ran und gönnen uns fertig. Thankfully, the Magisters have made our lives very simple. They carefully cataloged every sorcerer in this area, keeping careful records in the box. Ja, okay, sie sagten, dass nur die anderen noch mit sind. The gentlemen were captured, collared and shipped to Fort Joy. Powerful masters were deemed too dangerous or insane to confront. Which means they may still be open to a teaching position. Ja. I said it was simple, not easy. Now get to the Magister's barracks and find that list. You no longer have the luxury of time. Ja, wir haben es eh schon gefunden, also viele zumindest. Yes. Passt doch schon. Letztlich gehen wir ganz kurz aufladen, weil ja, Zauber damit sind ganz cool und zwei haben wir ja jetzt. Das reicht auch. Und das reicht auch, ja. Das heißt, wir würden, also wenn, dann würde ich als nächstes jemanden machen, der nett ist. Also, so wie halt die, wo wir noch den Typen finden müssen, der, wo wir ihren Lehrling finden müssen. Die eine, wo wir, die wir vom Magistern gerettet haben. Ah, okay. Ja. Dass wir halt die als nächstes machen. Wenn du Zeug ist. Das klingt zumindest so halbwegs sinnvoll. Jede einzelne Begegnung mit dem Gott wird von Mal zu Mal schlechter. Die erste war so, ey, hi, Bro! Also ich finde die zwar nicht ganz geil, aber hey, gut, Kampf gegen Leute, Rassismus von mir aus. Jetzt von Mal zu Mal, ne? I don't like it. Okay, ich habe noch ein bisschen Loot gefunden, gehen wir da erstmal hin. Ich meine, ja, wir nehmen uns immer ganz viel Zeug, aber das Zeug ist immer was anderes als tote Leute aussaugen. Yes. Daher, okay. So, Kiste ist leer. Sind da noch irgendwas drin? Übrigens 53.
Okay, das wäre also jetzt so ziemlich genau der Moment, wo ich sagen würde, okay, zunehmend wird uns der Gott unsympathischer. Yes. So we ignore him, I guess. Wobei ich halt nicht weiß, ob wir nicht stuck werden, wenn wir ihn wirklich ignoren. Das ist wahrscheinlich also, ja. Weil wir werden diesen Spell irgendwann mal lore-technisch machen müssen, I guess. Das kann sein. Weiß ich nicht, vielleicht führt es uns auch einfach einen komplett anderen Weg, wenn wir uns jetzt schon gegen den Gott stellen. I don't know. Vielleicht werden wir einen Kämpfer der Lehren erwarten, um den ihren Gott zu frönen oder so, keine Ahnung. Könnten wir das einfach nicht tun? So allgemein? Nee, ich bin nur der Meinung, dass das zutiefst unverstandene Lebewesen sind, die einfach nur gegen uns kämpfen, weil wir sie halt komplett ausnehmen. Hm. Wie wir schon wissen. Ich meine, an sich sind wir die Bösen für sie. Logischerweise greifen sie uns dann an. Und wenn wir was sagen, we don't do this here. Hast du eigentlich schon mit den Ochsen geredet? Oh, das sind Ochsen? Wo sind Ochsen? Zu dem Thema. Ah, ja. Missverstanden gewesen. Hi Ochse, wie geht's dir? Ich hab da deine Freunde gefunden. Ich hoffe, es ist nicht schlimm für dich, dass sie tot waren. Einer war voll cool. Er kann die Zukunft sehen. Konnte. Evans to Bessie, another one. More queer folk than commoners in Trinity. Er ist ein Rassist. Fragen, warum der Ochse findet, dass du eigenartig bist. Sagen, dass das letzte Mal, dass du von einem Rind beleidigt wurdest, Steak zum Abendessen hattest. Ich muss mich bedanken, dass er erkannt hat, dass du wirklich recht außergewöhnlich bist. Und mich eigenartig. Look at you! A sword-slinging stranger, if ever I saw one. I'm surprised those robed fellers aren't attacking you on sight. Ja. Anyway, tavern's just down the road. Can't miss it. Warum der Ochse annimmt, dass du unterwegs zur Taverne bist? Ja. That's where all the queer ones go. Ja. Dozy lizards. I even saw him drag a Voidwoken down there in the dead of night. Okay. Was? Nee, das war der jetzt unten unter der Taverne ist. Ja, stimmt. Den haben wir schon gesehen. Nevertheless. Don't know what's going das hätten wir ja auch wissen können, okay. But it must be a freak show in there. Gut, das haben wir jetzt schon gesehen. Ja, okay, hast du recht. Maybe I'm glad I ain't pulling carts of stinking fish round no more. But what's a beast to do if not pull? Den Ochsen beruhigen, du bist dir sicher, dass er eine köstliche Zukunft erwartet. Oh. Dem Ochsen sagen, dass er die Ruhe so lange wie möglich genießen soll, ihm versichern, dass er wahrscheinlich bald wieder neue Arbeit haben wird. Genieß die Ruhe oder wirst eine köstliche Zukunft haben? W, so, da bin ich wieder. Nice, kurz am Ende des Streams. Yes. Dann so. Geben wir nochmal die Nahenoption. Yes. Well, hi. Wouldn't that be grand? Fresh grass every summer, maize all winter, and... Wait, why are you looking at me like that? He didn't get the joke. Schade für ihn. Okay. Schade. Sehr schade. So ein Ochse. Also, so ein harter Ochse. Ist das eigentlich der Boden hier? Ist das Öl? Oder ist einfach nur... Ah, Schatten. Ah. Gut, nichtsdestotrotz. Wir müssen erstmal zu unseren Freunden. Mal sehen, wie lange das dauert. Vielleicht mal danach weiter. Yes. Und damit, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn es war, mir bitte Bescheid geben. Wie immer, Feedback, Link in die Kommentare. Und damit adios amigos und hoffentlich ich will's noch auf Wiederhören. Ciao, rein.